Ja, hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Heute bin ich mit der Kamera unterwegs, mitten in Hannover, jetzt gerade in Hannover-Linden und wollte mal zeigen, was man so an Architektur sozusagen fotografieren kann mit einem Tele, aber mit einem sehr großen Tele, und zwar einem 200 bis 600 von Sony auf einer A9. Und so sieht das Ganze aus. Und da gucken wir mal, was so machbar ist, weil das gibt auch sehr interessante Bilder. Grüße gehen raus an Pavel Kaplun. Pavel, das war eine gute Idee mit dem Tele. Ich hatte das ja auch schon mal gemacht, aber jetzt bin ich noch mal mit einem 600er unterwegs hier. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Ne? So, ich zeige euch mal im Hintergrund. Da ist eine bemalte Hauswand. Das ist von Hand bemalt worden, hier in Linden. Das war vor ein paar Jahren schon mal mit einem Netflix-Logo. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch von Netflix ist. Ich glaube nicht. Sieht jedenfalls nicht so aus, ist mir nicht bekannt, aber das kann man doch schön mit dem Tele einfangen, denke ich mal. So, jetzt muss ich mal die Straßenseite wechseln, weil das ist doch ein megamäßiges Tele. Ne? Aber das verdichtet natürlich die Häuser und die Straßen. Schon interessant. Gucken wir mal an, was da rauskommt. Ja, schauen wir mal. Da hinten sieht man die beiden Gebäude und natürlich jetzt auch die Stadtbahn von Hannover. Und man denkt, beide stehen dicht nebeneinander und sind aber um einiges voneinander entfernt. Das waren mal so zwei Beispiele aus der Innenstadtfotografie mit einem 200 bis 600 mm Objektiv. Auch das ist möglich und ja, probiert es einfach mal aus. Coole, interessante Perspektiven kommen da zustande und ja, wenn euch das gefallen hat, liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig und bis zum nächsten Mal.